Hallo und willkommen zurück, Freunde, zu XCOM Enemy Within. In der letzten Folge war es ziemlich desaströs, mag ich es mal nennen. Es ist viel schief gegangen. Viel mehr hätte auch, glaube ich, kaum schief gehen können. Eigentlich solltest du noch ein bisschen weiterlaufen, Junge. Na, egal. Ja, Brooks wurde getötet, zweimal. Und der Sektoidenanführer hat unsere Truppe ein bisschen aufgemischt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und das nur, weil wir ihn lebend fangen wollten. Weißt du, da will man mal sein Leben schonen und was macht der? Tritt einem dafür in den Hintern. Toll. So. Die Sucher kommen schon wieder raus. Warum kamen die denn gestern nicht raus? Am Anfang. Yay. So. Ich zisch ab. Im Laufschritt. So, drei Leute werden ohne Feldposten und drei mit Feldposten sein. Einfach damit wir schon mal ein bisschen vorgerückt sind und vor allem auch den Meldcontainer gleich einsammeln können noch. Denn den würde ich halt wieder gerne haben. Die verschiedenen Verbesserungen sind halt schon echt lohnenswert. So, da kommen da. Sehr schön. Aber so gerade eben. Und Petersen hat die Deckung zerfressen. Naja, egal. So, der zweite Sucher will nicht raus. Das finde ich nicht schlimm. Unter Kontrolle. So. Bin unterwegs. Du dahin. Pistole, Feldposten. So, dann schicken wir einen mal da vorne hin. Hier mal ein bisschen vor. Und du gehst da hinten. So, taucht jetzt der nächste Sucher mal auf oder darf ich immer noch auf den warten? Nö, der hat keine Lust. Okay. Dann dich da vorne hin. Dich dahin. Petersen, du stellst dich dahin. Da ist auch volle Deckung. Und du sprintest mal da vorne hin. Ich würde halt, wie gesagt, auch diesmal wieder nach Möglichkeiten versuchen wollen, den Anführer anzufangen. Lebendig. Schreit doch alle durcheinander. Könnte einer treffen, bitte? Danke. Sehr schön. Sehr schön. So, du bleibst gerne da stehen. Okay. Bestätige. So, du dahin gerade. Dich lassen wir nach vorne laufen, weil du hast ja auch den Pulsbogen. Nö, ich mach die Tür mal noch nicht auf. Mach ich mal in der nächsten Runde erst. Dann denke ich jetzt hoffentlich mal dran, gleich den zweiten Sniper noch umzustellen. Der steht nämlich richtig noch auf Pistole. Jetzt nicht mehr. So. Okay. Rücken nicht raus. Also müssen wir sie raustreiben.
was gehört? Oder auch nicht. So, du kommst bis hier, das ist mir ein Schritt zu wenig. Machen wir das doch mal so. Du könntest einfach dich mal kurz dahin stellen und einen Gefechtsscanner schmeißen. Scanne. Zeigt uns dann hoffentlich die Mutants. Ah. Ergo. Wo steckt ihr? Feldposten. Ja, sehr gut. Kontakt. Sehr schön. Schon mal ein bisschen ausgeteilt. Das ist gut. Der trifft nicht, das ist doof. Komm, Petersen. Ne, Petersen zerlegt einfach nur das Schiff. Der denkt sich so, nö, heute mal nicht. Ja, und jetzt kommen sie da. Toll. Es sieht wie eine größere Version des Sektoids aus. Aber nur beinahe. Was ist das für eine Energie? So, 79, 39, 89, 79, der muss weg. Sehr schön. Einfach nochmal kurz die Tür geöffnet. Auch wenn ich das eigentlich nicht wollte, aber gut. So, 73% bis zu 4 Schaden. Dankeschön. So, Brooks. Bin dran. Verstanden, sichere ab. Weil du könntest das mal gerade ganz galant so machen. Gleich knallt's. Und gut. Haben wir nämlich alle keine Deckung mehr. Ich muss nur noch gucken, dass Petersen nach Möglichkeit nicht schon wieder unter Gedankenkontrolle gerät. So. Bin unterwegs. Da sieht dich. Sehen die dich nicht. Rücke aus! Auf Feldposten! Jetzt geht's hier aber los, ey. Sehr schön. Sind wir den schon mal los. Sie trifft nicht, das finde ich uncool. Na gut, der rennt aber nochmal. Warum auch immer. Der hätte einfach schießen können. Ja, mach du mal, was auch immer du da machst. Ach, und der kann mehrere gleichzeitig damit versorgen. Na, tolle Backe. Vita 83, komm, der muss erstmal gerade weg. Dankeschön. Sehr schön. So. Bestätige. 60%. Hatte beim letzten Mal ja relativ gut funktioniert. Sehr schön. Jetzt müssen nur noch die anderen da weg.
82%. Das wäre Nummer 1. Sehr gut. Mich stört halt der Sektoid noch, der Mechtoid hier noch so ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Du hast noch deine volle Deckung, das ist gut. Kannst du den vielleicht einfach mal unter Feuer nehmen? Macht zwar keinen Schaden, aber könnte helfen. Das wirkt sich, glaube ich, nicht auf die Psy-Kräfte aus, aber man kann es ja mal versuchen, ne? So, und du könntest mal nach Möglichkeiten den letzten Mutant fernhalten. So, der Typ wollte sich bewegen, dafür kriegt er eine auf den Sack. Das ist nicht gut. Und der schießt. Und er krittet natürlich. Wer hätte das gedacht? Nicht gut. Unfassbar. Was? Dieses Alien hat irgendwie die Kontrolle über den Soldaten gewonnen. Gut, dann muss ich das Vieh jetzt leider töten. Fortschritte wären nutzlos angesichts einer solchen Fähigkeit. Weil sonst, Im Einmarsch. Ist wunderschön, dass er mal wieder nicht sich da oben einfach hinstellt, wo ich ihn haben wollte. So. 43%. Mit der Granate kommt er natürlich nicht so weit. Verdammte Hacke. Okay. Ist echt hart und cool gerade. Komm schon. Dankeschön. Und ja, wir haben gerade. Habt ihr eventuell nochmal kurz gesehen? Es macht wirklich Schaden. Aber das war ja irgendwie schon logisch. Ja, das bringt deine Klasse leider so mit sich, vor allem wenn man Deckungsfeuer nutzt. So. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass unsere Leute hier diesen Mechtoiden gerade überleben. Der wird nämlich jetzt genau das machen. Und das Problem ist, irgendwo läuft da ja auch noch ein zweiter davon rum. Ach, die dürfen auch doppelt schießen. Ich wage mal zu behaupten, diese Mission kann man als Hassmission. Habe ich das jetzt. Habe ich da jetzt gespeichert drauf? Sehr schön, nicht. Na gut, dann sind wir jetzt nach einem falschen Zug immer dran. Wunderschön, diese Mission. Yay, Freude, wuhu. Aber müssen wir gerade durch. Und ich will eigentlich den Plan, den Sektoidenanführer einzufangen, nicht aufgeben. Ich kann die Ware sehen. Zumindest nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Das lässt sich meistens auch sogar vermeiden. Hab's gehört. Da kommen sie. So, du findest meine Sucher. Meine Freunde. Davon. Nee, stimmt. Der zweite tauchte kurz vor Ende noch auf. Also kurz bevor wir da einmal durch sind. So, für Sucher brauchen wir ja keine Deckung, das ist ein Vorteil. Bin unterwegs.
Die interessieren sich nämlich nicht, ob man in Deckung ist oder nicht. Die gehen ja in den Nahkampf. Ja. Ah, da taucht er auf. Und will sich Pedersen schnappen, aber nö. Gibt nicht. Sehr schön. So, wer der zweite versucht das jetzt auch noch, dann wäre ich grantig geworden. Nee, tut er nicht. Gut. Sehr gut. Einmal das Meld einsammeln. So, Greg. Noch nicht. Erstmal dich hier. So, die Geschwister Brooks. Ich weiß nicht, ob sie verwandt sind, aber... Die machen ihren Job recht gut. Das soll mal lobend gesagt sein, auch wenn irgendwie in den letzten Folgen ich immer neu gestartet habe, weil ein Brooks gestorben ist. Einmal er und zweimal der andere. Verstanden. Sicher ab. Bin unterwegs. Rücke vor. So. Bin dran. Verstanden. Ich habe alles im Blick. Dann warten wir mal den letzten Sucher ab. Ja, diesmal kommt der Sektoid und Mechtoid relativ schnell schon. Aber nur beinahe. Was ist das für eine Energie? Keine Ahnung. 59%. Na, ich will den da loswerden. Was ich aber machen kann. Was hältst du denn davon? Guck mal. Zerschießt du mir zwar auch die Deckung, aber das ist mir gerade wurscht. Sehr schön. Der könnte doch jetzt weg sein, oder? Sehr gut. Wunderherrlich, so wollen wir das haben. Ich hoffe jetzt mal, dass er niemand in Anführungszeichen Wichtiges unter Kontrolle bringt. Sie treten den Rückzug an. Nee, erstmal kommt der Sucher, das ist uncool. Das ist ganz uncool, du. Und... Ha, Gedankenkontrolle fehlgeschlagen, yay. Ja, das kann nämlich auch passieren. Es ist sogar das gewünschte Ergebnis. Kannst du den mal bitte weghauen? Sehr schön. So, bis zu 3 Schaden. Och, komm schon. Ich meine, ja, er hatte eine hohe Prozentchance, kritisch zu treffen, aber bisher waren die kritischen Treffer mit der Pistole immer der Maximalschaden geworden. Warum muss der jetzt so viel besser mit der Pistole umgehen als meine restlichen Leute meistens? Mann. Na, vielleicht finden wir noch einen von ihnen. So, du musst verschnaufen, du kannst dich ergo nicht wirklich bewegen. Vollkommen uncool. Ach Quatsch. Dich hol ich doch. Das ist. Also jetzt gerade mache ich Murks. Drücke aus. So. Scanne.
So, Turner, du könntest mal da noch in Deckung gehen. Und dann heißt es wieder abwarten. So, da kommen die Mutants. Außerirdische in Sicht. Greife an. So, zumindest einer trifft. Sehr schön. So, jetzt gib it auf die Schnauze. Viel zu wenig Prozentchance. Ach nein, Mann, einmal zu viel Leertaste gedrückt. Na, zumindest trifft er. So, Turner, du solltest da jetzt mal ganz schnell irgendwie weggehen und am besten noch in Deckung. Verstanden, Commander. Weil der Typ kann echt Schaden machen. Sehr schön. Den sind wir los. Ah, das war... ich hab vergessen, wo schon, aber okay, egal. So, du da vorne hin. Verstanden, Commander. So, bitte wieder auf deine normale Waffe umschalten. Na komm, den nächsten Zug nehmen wir auch noch mit rein. So wenig wie wir... Och, kommt schon. Können die mal aufhören, alle auf einmal vorzurücken? Gehen wir dezent auf den Sack. Ja, Ruf des Blutes, komm. Autsch. So, 84, 82. Könntest du den wegkritten? Sehr gut. Kannst du den wegkritten? Du triffst gar nicht erst. Das geht natürlich auch. Wieder sieht es gerade nicht gut für einen Brooks aus. So, und da oben steht immer noch der Mechtoid. Das gefällt mir gar nicht. Kannst du mal kurz deine Granate da hochschmeißen? Granate raus. Sehr gut. Getroffen. So. Bevor wir aber jetzt auf den letzten Feldposten gehen, machen wir vorher heute Schluss. Ich bin gerade voll motiviert, diese Mission zu machen, ey. Die geht mir ja schon dezent auf den Keks. Na gut. Morgen ist auch noch ein Tag. Hoffentlich klappt's morgen etwas besser. Bis dahin, Freunde. Ciao.